Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within, was auch immer hier ist. Oh, ich kann eine Flasche werfen. Dann machen wir das doch mal. Nichts passiert? Erstmal neu laden, wenn es geht. Ich bleib mal bei Schrotflinte. Oder Kältepfeil. Und den Typen dann einfach mal... Oh, ich weiß auch nicht. Ach, der hier oben ist das. Okay. Das ging ganz erstaunlich gut. Langsam geht uns aber die Muni auch aus. Okay, der Typ hier oben war das. Hätte man den auch vielleicht anfackeln können? Oh, was ist hier noch? Eine Axt. Hey. Die finde ich ja auch immer ganz gut. So, dann können wir das hier da aufdrehen. Aber hier haben wir auch jetzt was gemacht. Was mache ich jetzt zuerst? Ich mache mal hier auf. Nein! Keine gute Idee. Keine gute Idee. Nein, 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 nein. Das lief nicht gut. Können wir da irgendwas machen? Warte mal. Wie soll man näher dran kommen? Oh shit. Oh shit. Okay, da ist aber noch einer. Wo habe ich jetzt viel verbrezelt? Kommen die von der anderen Seite? Ja, fackel die doch mal an, Mensch. Das fand ich jetzt nicht so gut. Das fand ich jetzt gar nicht gut. Also nicht, dass die kamen, sondern wieder, wie viel Kram ich verschwendet habe. Das, puh, das würde ich fast gerade noch mal machen wollen. Das hätte ich mal machen sollen. Und das werde ich jetzt auch noch mal machen. Ich mache das hier noch mal. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder nach einem Cut. Was mich ein bisschen ärgert ist, nach diesem Cut habe ich irgendwie gar keine Pistolenmunition mehr und habe jetzt ein bisschen das geändert. Ich habe auch nur 3 Schrotflintenschüsse und sonst nichts auf Reserve. Ich bin ein bisschen verwundert, ob durch dieses Neuladen Reserven davongegangen sind. Ich habe auf der anderen Seite jetzt nicht wirklich was gefunden. Und das Ding muss ich halt drehen, wenn sie auf der anderen Seite eigentlich bei mir drüben waren. Das heißt, wenn sie kommen, muss ich sie alle am besten rüberlocken. Denke ich mir halt so. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, lässt mal los. So, jetzt kommt ihr mal alle erstmal rüber. Erstmal alle rüberkommen. Alle hier auf die Seite. Hierher. Sehr schön. Geht das ein bisschen schneller? Oh, das ist nicht gut. Kommen die hierher? Jetzt habe ich mich selber in eine Falle gelockt. Kann ich hier schießen? Ja, super. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem.
Boah, sind viele, ne? Zwei, drei, vier, fünf Stück. Und ich kann... Wieso kann er eigentlich von hier drinnen nicht schießen? Das ist doch total bescheuert, echt. Komm, tu was. Wir müssen hier raus. Ja, es geht nicht anders. Jo. Kommt ihr? Ja, ist nicht die beste Lösung, ich weiß. Kannst du den... Wunderbar. Kommt immer hier rüber. Freunde. Freunde, hier bin ich. Ich habe auch keine Spritzen mehr, das ist total blöd. Hier. Ja, wunderbar. Genau, habt ihr mich entdeckt. Das ist schön. Das ist schön. Kommen Sie. Alle Matsch? Können wir nach oben? Sollen wir nach oben? Möchte ich nach oben? Warte mal. Bestimmt sollen wir nach oben. Aber ich dachte mir gerade so, vielleicht haben die ja noch was fallen lassen. Diese doofe Ratte hier. Guck mal, da ist doch noch Glibber, aber den hätte ich mir auch so holen können. Das war knapp. Das hätte ich schon fast ein bisschen tacken noch eher machen sollen. Das nächste Mal benutze ich gleich den Hebel und warte gar nicht erst. Ihm geht's schlecht, wir haben keine Spritze. Irgendwie war es vorher besser. Ich bin jetzt auch nicht besser mit Munition dran irgendwie. Ich weiß nicht, ob der das automatisch gespeichert hat oder so. Wenn ich jetzt hier das nochmal benutze... und hier jetzt raufgehe, kriege ich dann was? Wo geht's dann hin? Oh oh, in die Fallen bestimmt. Dann geht's in die Fallen. Da kann ich gar nicht hin. Aber es hätte was, da was hinzubauen. Wenn ich ehrlich bin. So, dass man das ganz schnell machen muss, damit einem nichts passiert. So, Lara Croft-mäßig. Ich weiß, ich bin ein bisschen Tomb Raider gestört. Passiert. Ja, von der Fallentechnik her fand ich es jetzt besser. Aber mit der Muni bin ich jetzt auch nicht glücklicher. Und was das hier sollte, weiß ich auch immer nicht. Jetzt geht die Tür gleich wieder auf. Kommen wieder neue, oder? Nö. Komisch, dass die Tür aber jetzt nicht auch aufgeht. Ja, wie lange hätte man denn da drücken sollen? Ganz ehrlich. Bis zum Abwinken anscheinend. Kommen jetzt hier wieder neue. Also dann, Leute, dann müsst ihr mir aber auch ein bisschen Granate und so vielleicht? Nee, ich bleib mal bei... bei den Geschichten hier. Ich weiß noch nicht jetzt so wirklich, was ich machen soll. Ah, na prima, ey. Ja, prima. Noch einer? Da war doch noch einer. Wenn der hierher käme, könnte ich den vielleicht anfackeln. Oh. Warte mal. Lässt sich da irgendwas wuppen, dass der hier so schön steht? Vielleicht mit der Harpune? Ach komm. Können wir den von hinten ausschalten? Nö. So. Dann ebenso. Ging nicht anders. Pistole habe ich nicht. Und Scharfschützenmuni will ich gerade nicht verbrezeln. Also dann ebenso.
Öffne dich. Pforte der Hölle. So. Ich dachte, es geht vor mir auf. Das war jetzt auch schön. Was haben wir hier? Ach, so ein Gesichtchen wieder. Was? Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Hier ist doch aber auch irgendwas passiert. Irgendwas ist doch... Oh nö, ich hätte gar nichts verbrezeln müssen. Das war auch eine Falle. Das checke ich ja jetzt erst. Oh, das ist ja fies. Ja, und wenn der Spacko da jetzt gleich rauskommt, dann habe ich keine Muni oder was. Soll ich jetzt wieder alles machen? Oh, das finde ich jetzt schon wieder ärgerlich, ne? Weil ich ja nun auch keine Muni mehr habe. Und auf die kommt es dann vielleicht wieder an. Ja, klasse. Und da hinten sehe ich doch schon wieder was. Was ist das hier? Jetzt habe ich auch noch einen Kontrollpunkt. Das ist nur der Spiegel, ne? Wenn ich jetzt den Kopf einsetze, dann war es das. Also das kann ich jetzt gerade nicht nochmal machen. Scheiße. Ich hätte es gerade nochmal machen sollen. Haben Sie etwas vergessen? Ja, Munition und mein Kopf. Sie sehen nicht gut aus. Nee. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Finde ich auch. Mir geht's auch gar nicht gut. Ist da noch mehr Glibber eigentlich jetzt im Schrank? Mach doch nicht so langsam. Ärger mich gerade. Ja, ich habe keinen Schlüssel, aber wo war das, die Tür, die offene? Da. Okay, genommen ist genommen. Da kann man nichts mehr nehmen. Schade. Können wir mal irgendwie was für seine Gesundheit tun? Ihm geht's voll schlecht. Toll. Ja, wir gehen mal hier durch. Ich mach das gar nicht langsam. Hat sie gerade gestöhnt? So, oh, jetzt muss ich wieder arbeiten. Oh, ey. Ach, Manu. Wenn jetzt irgendwas kommt, ne, das werde ich nicht schaffen. Sehe ich schon kommen. Also nach dem Kettensägen-Typ. Dem Sadist. Weiß ich nicht so richtig. Streichhölzer kann ich erhöhen, das ist ja schon mal was. Aber mit 1700 kann ich sonst anscheinend nicht viel tun. Ja, dann mache ich die Streichhölzer. Oder die Scharfschützengewehrmunition, was ich eigentlich noch besser finde. Ja. Komm. Die hat auch viel mehr Wumms. Und da sieht man auch, dass wir die anderen auch schon auf 2 haben. Ist gar nicht so schlecht. Granaten haben wir sogar noch mehr. Aber davon haben wir halt nicht genug. Das ist es. 200 bleiben übrig. Muss ich mal eben anders hinsetzen. So. Jetzt dürfen wir speichern. Ach, nun stöhn doch nicht so. Stöhn doch nicht so rum. So schlecht ist es doch gar nicht. Scharfschützenmuni, Revolver... Explosiv. Ja, ich hab nichts. That's the problem. Kann auch nichts herstellen. Kann nur speichern und speichere auf das Ende von 6. Wunderbar. Tschüss, ne? War nett mit dir, wie immer. Aber ich sehe da ein bisschen schwarz gerade. Es sei denn, wir benutzen das Scharfschützengewehr. Und das mache ich natürlich eigentlich nicht so gerne. So, natürlich kann man jetzt hier den Schädel einsetzen. Ist klar. Aber in der Hoffnung, dass hier doch noch mal was ist. Ja, wir hatten ja hier auch noch das gar nicht geöffnet. Vielleicht kommt da ja auch noch einer durch. Ich wusste ja nicht, was auf der Seite ist. Das ist ja auch komisch. Ich wette, die Tür geht hier auf. Man kann sie gar nicht öffnen. Okay, man kann sie öffnen. Warum kann ich sie öffnen? Wo komme ich dann hin? Oh Gott. Wenn ich ehrlich bin, benutze ich das Scharfschützengewehr da doch ganz gerne, glaube ich.
Dafür müsste ich sie dann aber auch mal reintun. Wo habe ich 0? Da habe ich 0. Ach so, das habe ich auf oben gelegt. Okay. Yay. Nein. Leute, nein. Aha. Der kommt hier 100 pro auch noch durch. Ich hasse es halt, keine Munition zu haben, aber das wisst ihr ja. Der da oben wird auch noch runterkommen und ich hab einfach nicht viel. Was mache ich denn jetzt? Da drinnen liegt Munition. Kommt der? Kommt der da durch? Können wir den irgendwie platt machen? Obwohl er da drinnen ist? Ja, geh da mal hin. Du Trottel. Geh mal in die Bombe. Er soll mal nach hinten gehen. Dann explodiert er vielleicht. Mit Glück. Ja, wander mal da ein bisschen in deiner Zelle rum. Na? Ging's? Nicht so? Komm, den können wir doch bestimmt irgendwie hier drin erledigen, oder? Oh, den können wir hier drin erledigen. Jawohl. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, eigentlich den anzufackeln, aber egal. Wobei, ein Streichholzpaket finden wäre wahrscheinlich auch mal nicht schlecht. Die Explosion hat nicht so viel geholfen. Lieber ein Scharfschützending, da hätte ich mir das sparen können jetzt. Auch hier wieder. Da ist es schon, das Streichholzpaket. Genau. Bleibt mal alle da drinne. Immerhin habe ich eine Flasche. Oh, es geht da schon wieder los, ne? Dass ich hier mit sonst was für Möglichkeiten rum... Ah ja. Du hast auch Munition gefunden, oder nicht, mein Freund? Ach, du hast Revolvermunition gefunden. Ach so. Okay, aber Schrotflinte... Haben wir... Schrotflinte? Dann, machen wir es mal erstmal wieder so. So, und dann machen wir, das Scharfschützengewehr nach da und Granate nach unten. Da komme ich irgendwie immer besser mit klar. Dann eben erstmal so. Nimm mal die Flasche ruhig mit. So, das haben wir gemacht, wenn auch nicht idealerweise. Der lebt. Steh mal auf. Okay. Okay. Wer möchte gerne kommen? Ich lasse die hier liegen, weil dann kann ich die anzünden. Und da ist wieder eine Bombe. Die brauchen wir eigentlich. Nein! Und das war's auch schon. Diesmal habe ich sie nicht geschafft. Mein Gott, ich schaffe sie wirklich oft. Eigentlich die meisten Male mittlerweile schaffe ich diese Dinger. In dem Fall war ich zu spät. Ja, das bedeutet aber, dass man die Fehlgeschichte nochmal machen kann. Ich hatte gespeichert, nachdem ich, ne? Ja, okay, ich hatte gespeichert, nachdem ich das hier gemacht habe. Dann mache ich das nochmal. Diesmal mit einem gezielten Treffer. Was auch immer das heißt, dass ich diesen Kopf da jetzt reinsetzen kann. Aber ich laufe mal erstmal hier rüber. Ich mache mal erstmal da weiter, wo ich überhaupt war.
Und ja. Jetzt habe ich das alles so schön ausgerüstet, ne? So, den könnte man doch erstmal abknallen. Ach, guck mal, jetzt ist der da unten und dann geht eine Falle los. Komm mal her. Jetzt kommt der. Den könnte man aber eigentlich doch auch mit Pistole bestimmt platt machen. Aber Pistolenmunition habe ich nicht. Pistolenmuni habe ich nicht. Schrotflinte habe ich im Moment auch nicht. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die gute zu verwenden. Komm mal her. Ups. Ja. Ich wollte das gar nicht verbrennen. Wieso? Was machst du denn hier für ein Shit, echt? Schon wieder was verschwendet, obwohl ich es gar nicht wollte. Und immer gehen die Türen zu. Und was sind das überhaupt für Fallen? So, da war ja aber nichts. Da ist nur das Gedöns. Ja, ja, komm. Hallo. Okay. Einer ist vergeigt worden und hier sind irgendwie Fallen auch drinnen, ne, in der Seite, aber die kamen ja irgendwie nicht raus, weil die haben wir ja entfesselt sozusagen mit der Leiche, die von unten runterkam. Schrotflinte habe ich immer noch nicht, aber dafür müsste ich jetzt Revolvermunition haben, aber wieso habe ich keine? Hä? Wie komisch. Was jölen die denn so rum? Ob ich das wohl diesmal schaffe? Wenn nicht, dann mache ich das offline nochmal. Aber wir gehen mal erstmal hier rein. Guck mal erstmal, was hier überhaupt so ist. Eine Axt ist hier. Eine Axt kann auch hilfreich sein. Allerdings nicht, wenn man keine Schrotflintenmunition hat. Tja, ich versuch's mal. Knapp. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Hier unten hin, oder? Ich schau mal nach, was hier so ist. Oh oh. Okay. Den könnte man doch gut platt machen. So ein bisschen hier um die Ecke lupen. Dann ist der nämlich leise. Und den? Den auch. Irgendwie ist da aber noch einer, ne? Oh. Können wir den... Aber dann machen wir die Tür auf. Mache ich jetzt die Tür auf? Und lass den rein? Ich habe ja auch nicht mehr so wirklich... Wir könnten ihn irgendwie stoppen. Vielleicht mit einem Schockbolzen. Oder so. Oder einem Blendbolzen.
Wollen wir das mal probieren? Oder den anzünden. Komm, brenne. Oh Mann, oh. Ach komm. Ach shit. So? Aber mir geht's gar nicht gut. Eine Spritze wäre jetzt echt mal nett. Finde ich gar nicht nett, dass ihr mir hier keine Spritzen gebt. Ja, das hat nicht so geil funktioniert, wie ich es mir erhofft habe, aber gut. Wir leben. Wir leben. Wir leben und dürfen hier wieder rausgehen. Was wo sind wir und was... Oh, ich stehe ja auch super, ne? Ich stehe ja ganz toll. Ja gut, das war dann wohl der Weg. Ich weiß nicht, wozu der dem dient. Vielleicht, um Glibber einzusammeln. Einfach Erfahrung, worauf man aber anscheinend auch pfeifen kann, wenn man will. Aha. Ja. Das hätte ich auch von da aus machen können. Das ist schön, das ist gut zu wissen. Was? Nein! Nein, nein, nein. Kannst du das mal bitte... Magst du vielleicht diesen Stuhl mal irgendwie entkräften? Mit deiner super Taktik? Puh. Das ist schön. Sonst hätten wir nämlich auch schön Bums machen können hier, echt. Leck mich doch. So, und damit holen wir die Falle wieder runter. Können wir dann da rauf und hoch? Kann das Ding uns hochbringen irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Was wir uns aber merken können an der Stelle ist ja wahrscheinlich, dass wir eine Falle wieder auslösen können. Guck mal, was ist, wenn das Krabbelvieh hier kommt? Oder dieser komische Mann mit der eisernen Maske. Der Mann mit der eisernen Maske. Wenn der jetzt hier kommt, dann, ne, wie mit der Feuertussi, The Ring, Dings. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich weiß, ich nehme hier gerade ewig lang auf. Ich muss jetzt auch mal echt einen Cut machen. Und dann, sehen wir uns im nächsten Part. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Wo sind eigentlich die netten Skulpturen mit den Schlüsseln, wenn man sie mal braucht? Oh, hier hat man... Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Kennen wir diese Namen nicht alle? Und auch dieses Zeichen wieder? Komisch. Okay, dann lauf mal. Ich hoffe, wir haben hier alles eingesammelt, was für uns wichtig war. Du gehst hier mal durch. Genau. Zum Mann mit der eisernen Maske. Ich überziehe mal einfach hier. Es ist voll der lange Part. Und habt ihr mal Schwein hier, dass ich hier mal so lange aufnehme. Vielleicht kriegen wir nämlich einen Kontrollpunkt, wenn ich das jetzt hier einsetze. Oder nein, nein, das machen wir beim nächsten Mal. Ich kann ja hier speichern. Dann mache ich das hier. Ich muss nämlich speichern. Und dann, ja, wünscht mir viel Glück für die nächsten Parts. Bis dann.